Annette Asike hat genug Zeit, mit ihrer Tochter Victoria unterwegs zu sein. Die Corona-Beschränkungen zwingen auch sie zu einer beruflichen Pause. Eigentlich wäre sie als Integrationshelferin an einer großen Schule beschäftigt. Als Integrationshilfe bin ich eine Unterstützung für Kinder mit erhöhtem Förderbedarf in ihrem Schulalltag. Das sind Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, autistische Störungen oder aber auch Konzentrationsschwächen, die die Kinder haben und dadurch eine Unterstützung brauchen im Unterricht. Im Unterricht bin ich sozusagen in allen Fächern präsent und notiere wichtige Informationen für die Schüler, damit keine Termine verloren gehen. Und in den Pausen bin ich da als Unterstützung für die Pausengestaltung, aber auch in der Kommunikation der Kinder untereinander. Annette liebt die Arbeit mit Kindern, doch dies ist keine leichte Aufgabe. Die Aufgabe ist eine sehr schöne Aufgabe, doch teilweise auch sehr anstrengend. Der Lärmpegel in den Pausen, in den Unterrichtsräumen teilweise ist sehr, sehr hoch. Häufig habe ich sehr, sehr starke Kopfschmerzen. Das Gehör ist belastet und die Nerven natürlich auch liegen manchmal blank nach so einem Unterrichtstag. Annette braucht Erholung. Dazu dienen auch die Spaziergänge an der Mosel. Ich habe gebetet für mich zu Hause. Ein halbes Jahr später etwa sind wir dann zur Gebetsnacht gefahren, nach Karlsruhe. Und es wurde aufgerufen zum Gebet für Menschen, die an Schulen arbeiten. Und das hat mich ja betroffen. Ich bin dann aufgestanden. Und es wurde so gebetet, dass wir als Tätige an den Schulen eben Kraft haben, den Segen Gottes haben und auch den Schutz. Das habe ich für mich angenommen, das Gebet, und bin damit dann im Alltag weitergegangen. Und seitdem habe ich mehr Gelassenheit, mehr Zuversicht und kann jetzt auch in der Situation, wo die Unsicherheit besteht, wie es weitergeht, in Frieden sein, in Ruhe sein und in Zuversicht und Vertrauen. Also ich merke, dass Gott trägt, dass er da ist, dass er die Kontrolle hat über Situationen. Ich bin gestärkt, auch in meiner Identität, im Glauben und im Vertrauen, dass Gott immer bei mir ist.